Gay! Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller, drittes FIFA 17 Fatal Totzrühnchen. Und damit herzlich willkommen, Freunde, und ja, danke an der Stelle. Wie ihr auf diese Fatal-Videos abgeht, das ist nicht mehr normal. Ist wirklich absolut nicht mehr normal. Ihr habt nochmal den Like-Rekord vom letzten Video nochmal um 1000 erhöht. Ja, einfach nach dem Motto, juckt nicht. Ja, wir machen das schon. Sehr, sehr geil, Freunde. Extrem fett. Bockt. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich werde es wahrscheinlich vor jeder Folge sagen. Bockt einfach so, wenn so viele Leute nonstop dabei sind. Es kostet euch ja nichts. Ja, das muss man natürlich auch sagen. Aber dass wirklich konsequent so viele Leute da sind, supporten, einen nach vorne pushen und auch fleißig in die Kommentare schreiben, was Abstimmungen angeht. Sensationell. Und da kommen wir auch jetzt direkt hinzu, weil wir wollen hier gar nicht viel Zeit verlieren. Zwei Paare standen zur Auswahl und am Ende ist es dann doch schon sehr eindeutig dieses Paar geworden. Wir gehen hier wirklich den exotischeren Weg, ja. Und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja, sage ich hier ganz klar, damit bin ich sehr, sehr zufrieden, weil ich gesehen habe, ich verfolge die anderen Folgen auch so ein bisschen. Und gerade was da die Außenspieler angeht, da sind sehr, sehr viele mit 98, 99 Pace. Und da komme ich lieber mit solchen Karten, die kein Mensch kennt. Ja, oder sehr, sehr wenige kennen. Oder gerade die Sets. Ja. Und dann habe ich lieber einen Tagliafico da hinten stehen mit 97 Pace und gesunden Def-Werten und gesunden Passwerten. Ja. Auf der rechten Seite versuchen wir das Spielchen eventuell auch nochmal. Allerdings müssen wir erstmal schauen, wie viele Münzen wir zusammenbekommen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt in die nächsten beiden Spiele und versuchen ordentlich Münzen zu sammeln, damit wir hier ja, unser Team langsam vervollständigen können. Wir gehen, ja, ist Halbzeit jetzt im Prinzip. Ja, 1-2. Ah, nicht ganz. Support ist da, Freunde. Die Gang ist am Stiesel und ich würde mich auch hier wieder über 10.000 Likes sehr, sehr freuen auf diese Folge. Wenn ihr da wieder jetzt 16.000 raushaut, ja, dann Chapeau an euch. Dann weiß ich auch nicht mehr, was hier abgeht. Aber nichts ist unmöglich, ne? Tulio. Ah, ne. Vorneweg, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zu diesem Zeitpunkt die 200k geknackt haben. Ich habe keine Ahnung, weil ich dieses Video am Anfang der Woche aufnehme. Ich muss ja ein bisschen vorproduzieren. Kennt ihr ja mittlerweile. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht einschätzen. Falls ja, überragend. Absolut sensationell, was die letzten Monate hier generell auf diesem Kanal abgeht. Überragend. Dickes Dankeschön an Gamer Brother, dickes Dankeschön an Tizi Schubesch und dickes Dankeschön an Noah and Gaming. Ja, an die Crew. Hashtag CrewLove. Gay! Jetzt möchte ich hier spielen. Ich habe jetzt die Kamera mal ein bisschen umgestellt, weil hier hinten hat er so ein bisschen arg geblendet, fand ich. Und da fand ich dann nicht so cool, weil mein Terrarium da halt steht. Kann ich nichts machen. Ich kann auch nichts daran ändern, dass wir hier keinen Gegner finden, ey. Das ist, ich mache jetzt schon nachmittags. Aha. Geht doch. FC Neumann. Puh. Ach du Scheiße, Alter. Hätte ich noch laufen können, ey, da war ich viel zu nervös. Scheiße. Dann machen wir es wieder gut. Ja, sonst hätten wir der Chance jetzt gerade ein bisschen hinterher getraut. Aguero gut verzögert, Dybala schiebt ihn an der Seite von MC Butland vorbei. Wir gehen 1-0 in Führung, sehr, sehr wichtig. Wieder sehr, sehr früh. Ja, ich weiß nicht, damit haben wir es irgendwie. Wir überraschen den Gegner immer. In unserer versifften Spielweise. Jetzt wird's lächerlich. Sherry, jetzt wird's richtig lächerlich, was du da pfeifst. Och, ich hab doch nur angetippt, ey. Ha! Wird Zeit, dass wir den Jungen auf volle Chemie kriegen. Weil das wäre genau die Position jetzt gewesen. Stark gespielt, stark gespielt. Jetzt ist die Frage, legen wir rüber oder machen wir selber?
selber und das war die falsche Entscheidung. Fuck, Mann. Ah, ich easy rüberlegen können. Na, da willst du halt die 50 mitnehmen, ne? Mann. Jetzt Akku geh ab. Meine Güte. 2:0, Sergio Kun Agüero, gutes Zusammenspiel. Die beiden gefallen mir ausgesprochen gut da. De Bruyne, du merkst halt, dass dem noch 2 Chemiepunkte fehlen. Weil das gerade war genau die Position, dieser Fernschuss, für einen Kevin De Bruyne. Ja. Ja, aber die beiden vorne laufen rund. Da bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Oh mein Gott, Alter. Dieser Ibra geht mir richtig auf den Sack da, ne? Hat er vor allen Dingen nur als Leihspieler. Kriegst nicht gebändigt, den Typen, ne? Aus. Weltklasse. Freunde, also unser magisches Dreieck da vorne ist ja Weltklasse. Das ist ja absolut Weltklasse. Und da steht hier mal hin ein MC Butland im Tor. Ne? Das muss man natürlich auch hier mal festhalten. Damit sind wir jetzt bei 110.000 aktuell. Alle drei vorne haben genetzt. Also das läuft rund. Da kannst du gar nichts gegen sagen. Jetzt provoziere ich ihn noch ein bisschen, dass er rausgeht. Aber ich glaube nicht dran. Nein. So ein Pass, da kannst du es machen. Da kommst du hinterher. Da kommst du dann gar nicht hinterher, hinter so einem Ball. Der wird auch immer länger. Der wird auch immer länger. Fackelmann! Direkte Antwort! So wird's gemacht! Oh. Und das ist ein Kevin De Bruyne, Freunde. Wie er leibt und lebt. Gerade habe ich es noch angekündigt, das sind die Positionen von dem jungen Mann. Und jetzt konnte er es einmal zeigen. Ansatzlos, Freunde, ansatzlos. Da hält auch ein MC Butland nichts. Meine Fresse, Alter. Wir sind richtig gut im Spiel. Dybala, Freunde. Und jetzt müssen wir ein bisschen auf Provokation gehen, dass wir hier noch einen Wage kriegen. Ja, gib dann nochmal 50 drauf. Ja. Weil wir spielen gegen ein starkes Team, das muss man hier festhalten. Aber wir haben den Gegner total im Griff. Hinten in der Abwehr. Du merkst die Silberspieler halt, ja, in manchen Situationen. Gerade auch bei dem Gegentor, die kommen nicht hinterher. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall das nächste Augenmerk drauf setzen. Aber auch unter anderem De Bruyne auf voll Cam kriegen. Das wird sehr, sehr wichtig noch. Er bleibt drin. Ja, Respekt auf jeden Fall. Wir jetzt nicht wieder so eine Cheater-Ecke kriegen. Alter. Boah. Diese Ecken gehen mir so auf den Sack. Das ist immer mit Ansage. Es ist grundsätzlich immer mit Ansage, Alter. Boah. Meine Fresse, Alter. Unnötig. Total unnötig. Machen wir das Gegentor wieder gut. Wir spielen stark vorne. Also da gibt's nichts zu sagen. Hinten ist halt so ein bisschen, nicht Tag der offenen Tür, aber schon so kritische Kiste, sag ich mal. Vorne läuft alles rund. Also mit dem Dreieck bin ich mega zufrieden. Oh, was für ein erstes Spiel, Freunde. Also wir waren komplett im Tunnel. Ich habe keine Ahnung, wie viele Münzen wir hier jetzt aktuell zusammengefuchelt haben. Also offensiv war es ein Gaumenschmaus, muss ich sagen. Ich zähle mal kurz zusammen, wie viel haben, damit ich auch auf dem neuesten Stand bin. Ja? 270.000, oder? Regie? 270.000, so. Und was ist mit den beiden Gegentoren, du Flöte? Minus 60.000 nochmal drauf, also sind wir bei aktuell 210.000, Freunde. Tut mir hier nochmal an der Stelle leid, aber ich war in dem Video so im Tunnel drin. Da habe ich mich ein bisschen verzählt oder habe die Gegentore gar nicht mehr beachtet, weil ich so in Euphorie war. Sorry auf jeden Fall nochmal an der Stelle, aber jetzt geht's ab, heiter weiter. Sorry für die Überlänge, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Wir haben den letzten Gegner für heute und das ist ein Mix aus ja, Premier League, Calcio A, Bundesliga. Ja. 3 Ligen hat er hier verbaut. Es sieht schlagbar aus, das Team. Ja, muss ich hier natürlich auch ganz klar sagen. Benteke vorne, so könnte der einzige kritische Punkt werden bei unserer Verteidigung.
Wir sind so schnell im Konter, das gibt's überhaupt nicht. Mann, Dybala, wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wir müssen jetzt hier auf viele, viele Tore mit Dybala gehen. Oder generell auf viele Tore. Ganz klare Sache. Weil wir müssen unsere Verteidigung definitiv ein bisschen pushen. Aber das ist wieder nach vorne geht. Zack, zack, zack. Ja. Obwohl wir hinten noch nicht komplett sind. Also das gefällt mir bisher wirklich, wirklich gut. Und jetzt geh bloß nicht raus hier. Dann kriege ich aber Sprühstuhl. Bam! Mann! Total unverdient zu dem Zeitpunkt, muss ich hier sagen. Der Gegner ist mehr und mehr am Drücker. Was mich nur so ein bisschen stört, wir finden gar nicht mehr statt. Unsere Spieler laufen nach dem ersten Tor so komisch, es kommt kein Pass mehr an, nichts. Es ist extrem schwer, überhaupt nach vorne zu kommen. Nicht, weil der Gegner so unmäßig oder so übermächtig stark ist. Er spielt nicht schlecht, aber du merkst, irgendwas läuft da gerade nicht ganz so richtig. War gut gespielt, aber ich wusste zweimal schon, wo er hinspielt. Und das meine ich. Ich komme gar nicht in den Zweikampf rein. Als wenn das Spiel überhaupt nicht will, dass ich diese Bälle bekomme. Bin gerade ein bisschen ratlos. Ja, weil das Tor ist komplett unnötig. Meine Güte, Alter. Opara, ey. Der lebt auch noch, der Typ, ey. Man ist sehr, sehr angespannt, ja. Deswegen wirkt das auch teilweise... Ja, ich bin schon... Bin schon nicht verkrampft, aber schon fokussiert. Ja, da bin ich sehr, sehr leicht aus der Ruhe zu bringen. Ja, weil ich hier das Maximum rausholen möchte einfach. Auch für euch, für uns, für mich. Deswegen 3:1 haben wir das Gegentor wieder wettgemacht. Aber jetzt muss ich Dybala noch einen machen. Da wäre ich nicht verkehrt. Meine Fresse, Alter! Boah, was ein Krampf hier! Das gibt's doch gar nicht! Ach, du Scheiße, Alter. Ich bin komplett durchgeschwitzt, ey. Das Spiel macht mich fertig. Oder der Keeper macht mich fertig da. Hier haben wir richtig Glück gehabt wieder. Aber auch in sehr, sehr vielen Zielen sehr, sehr viel Pech. Meine Herren, Freunde. Meine Herren, sage ich euch. Eieiei. Nichts für schwache Nerven in die Partie. Freunde, der Gegner spielt nicht mehr. Der Gegner spielt nicht mehr. Somit kriegen wir nochmal 50.000... auf unsere Nacken, Freunde. Wage Grid. Nice! Balla! Ja, Freunde, an dieser Stelle ein kurzes Sorry, dass das erste Spiel so lange geworden ist vom Schnitt und das zweite so kurz. Ich weiß nicht, da war ich wohl irgendwie so ein bisschen zu viel drin oder zu tief drin in dem Video, dass es ein bisschen ungleichmäßig ist von den Spielen. Ich hoffe, das ist kein Problem und ihr hattet dennoch ein bisschen Spaß. Wie gesagt, ich habe mich verzählt gehabt bei dem ersten. Ich habe die zwei Gegentore nicht mit einberechnet, deswegen war ich erst bei anderen Paaren. Hab das Ganze aber jetzt nochmal angeglichen, sodass wir komplett tico-taco clean sind. Und zu den Paaren, ja, kommen wir dann jetzt. Das erste Paar, was ich mir rausgepickt habe, besteht aus folgenden zwei Franzosen. Desailly, die Legende der Innenverteidiger, liegt aktuell bei 264 Coins auf dem Markt. Und der Kanté, der Inform. Ich hatte eigentlich den Man of the Match, aber wie gesagt, ich habe mich halt verzählt. Ja, dann ist der nicht mehr im Budget drin. Deswegen nur der Inform, tut dem Ganzen aber, denke ich, keinen Abbruch. Der liegt aktuell bei 138.000. Also da sind wir easy peasy drin und wir haben ein mega OPs Paar. Ja, sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Das zweite Paar ist... nicht viel schlechter. Da habe ich mir die gute Legende Petit rausgepickt. Über den jungen Mann braucht man nichts sagen. Ich muss sagen, ich habe den Jungen noch nie gespielt. Ja, allerdings brauche ich auf dieser Position einen Franzosen. Warum? Da kommen wir dann in den nächsten Folgen eventuell drauf zu sprechen, weil ich da einen Plan habe. Ob der am Ende umsetzbar ist, weiß ich nicht. Und der gute Keane in der Innenverteidigung. Das Paar sieht ein bisschen ungleichmäßig aus aufgrund der Coins. Ja, es tut mir wirklich leid an der Stelle. Normalerweise hatte ich Petit und Campbell, aber wie gesagt, die sind nicht mehr im Budget drin. Für welches Paar ich hier bin, ist, denke ich, kein Geheimnis. Ja, also das ist Desailly und Kanté. Desailly ist einer, den ich in meinem Main-Team spiele. Ich weiß, was der Junge hinten drauf hat und ich weiß, dass der die Abwehr zusammenhält. Bei Petit und Keane, weiß ich nicht, ist eine Wundertüte, Freunde. Aber vom Geld her und von den Coins her sind die beiden Paare ziemlich identisch. Petit liegt bei 320k und Keane bei 70, somit sind wir da auch easy im Budget drin. Wie gesagt, meine Wahl, ich mache da nie ein Geheimnis draus, wären Desailly und Kanté. Aber wie gesagt, ich werde wieder beide Sachen in die Kommentare rein, ein paar 1, paar 2 und ihr könnt da sehr, sehr gerne abstimmen. Und ja, dann hoffe ich, hat euch die Folge gefallen hier.
Dann sage ich vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich wieder sehr über 10.000 Likes freuen. Eure Support auf die Fatal-Videos ist absolut abnormal. Es macht mega, mega Spaß, diese Videos zu schneiden und mit euch das Team zu vervollständigen. Trefft eine weise Entscheidung, kann ich hier nur sagen. Dann haben wir auf der rechten Seite eventuell das nächste Copacabana-Paar, wo ich mich weit aus dem Fenster lehnen würde. Das nimmt keiner in Fatal. Natürlich müssen wir gucken, ob wir die Coins spielen. Ansonsten müssen wir improvisieren, aber auch das Paar wäre, glaube ich, nicht ganz so uncool. Aber müssen wir schauen, was am Ende bei rumkommt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, Freunde, wünsche euch eine Menge weiteren Fatal-Spaß. Bleibt weiter gehypt, so wie ich hier bin. Und ja, bis demnächst. Ich bin raus, macht's gut. Tschüss.